seechat.de. So, seechat.de, die Bodensee-Community heute beim Seepark 6 und wir stehen hier mit Cindy aus Pfullnach. Hallo. Und dem DJ Partykapitän. Hallo nochmal. So, und was hat euch zusammengeführt? Erzähl du nochmal, Cindy. Also zusammengeführt hat uns unsere Freundschaft. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre und der Daniel hat ja letztes Jahr, ist ja dem Verein beigetreten, Kontrakrebs, und hat mir von der Aktion erzählt und hat gesagt, Cindy, du siehst so cool aus, du könntest mir helfen. Da habe ich gesagt, Daniel, für dich mache ich alles. Jetzt erzähl du mal ein bisschen noch was über das Projekt. Die anderen Zuschauer wissen es vielleicht noch gar nicht. Ja, unser Verein organisiert für Krebs- und schwerkranke Kinder einen einwöchigen Urlaub. Bekommen 100 Euro noch Spritgeld dazu, ist für sozial schwächere Familien. Da kann man mit ein, zwei Kindern, egal wie viele Kinder du hast, in den Urlaub gehen. Okay, der Verein heißt Kontrakrebs, wenn ich richtig informiert bin? Ja, www.kontrakrebs.com. Okay, und die Cindy hat dir ein bisschen geholfen zum Sammeln. Sollen wir sie mal fragen, wie sie das gemacht hat? Oh ja, die hat mir so geholfen. Frag sie mal. Cindy, wie hast du das gemacht? Also, als erstes habe ich meine zwei gewonnenen Karten verlost. Da gab es schon die ersten 40 Euro. Dann habe ich das an meinem Arbeitsplatz erzählt, da kamen nochmal 30 Euro dazu. Dann habe ich dieses wunderschöne Schweinchen beklebt und mit dem bin ich dann los. Und jetzt quatsche ich halt die Leute an, dann sage ich, hallo, ich bin die Cindy, aber eigentlich weiß es ja jeder. Yeah. Ich sammle für den Daniel, im Auftrag vom Daniel, für Kontrakrebs, für die kranken Kinder. Wenn du willst, darfst 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro reinschmeißen. Und ganz, ganz viele haben schon reingeschmissen. Ich habe vorher Zwischenbilanz gemacht. Wir haben jetzt schon über 400 Euro drin, seit gestern. Das ist eine wahnsinnige Geschichte. Und du hast auch gerade gesagt, man darf was reinwerfen. Und ich finde, das ist eine super Sache. Ah, und ich habe dir auch 5er mitgebracht. Oh. Und dann schmeißen wir jetzt die auch einmal rein. Schweinchen, ja? Freut sich. Schweinchen freut sich. Ja. Und das ist eine gute Aktion und das unterstützen wir natürlich. Und ich habe auch bei Facebook geschrieben, bitte das Schweinchen füttern und nicht mich. Und die meisten halten sich daran. Alles klar. Daniel, du möchtest noch ein bisschen was dazu sagen, weil du singst ja auch und die Erlöse gehen ja auch in das Projekt. Ja, ich habe angefangen zu singen und habe meinen ersten Song heute beim Seepark 6 präsentieren dürfen und es hat mir viel Spaß gemacht und es werden wahrscheinlich noch mehrere Songs kommen, folgen, die dann auf den Markt kommen, wo dann zum Download, Streaming etc. ist und dann das Geld geht natürlich auch dann an den Verein. Alles klar. Wir wollen euch jetzt nicht arg länger aufhalten. Cindy, ich glaube, du wirst noch ein paar Euro einsammeln hier auf dem Fest. Also 500 will man auf jeden Fall voll machen heute. Alles klar. Das heißt, ein bisschen Ziel haben wir gesetzt. Wir schauen vielleicht am Schluss noch mal rein. Ja. Und dir, lieber Daniel, alles, alles Gute für die Zukunft und mach weiter bei dem tollen, großartigen Projekt. Dankeschön und danke sehr, ZD. Dankeschön. Daniel, danke. Cindy auch, Dankeschön. Danke. Weitermachen. Tschüss. Auf geht's, Geld sammeln.